fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Castle Crush mit mir, den Fred. Wir sehen das jetzt oben rechts, beziehungsweise ein bisschen mittig rechts. Rechts in der Mitte so ein bisschen. Siegeskiste, 1 Minute und 13 Sekunden dauert es noch. Das ist eigentlich nicht schlecht. Die nehmen wir gleich mit. Wir haben noch die beiden Gratiskisten, wir haben noch die Silberkiste und wir haben im Shop die legendäre Kiste von Burg 7. Das ist sehr cool. Ich habe ja wirklich einige Gems noch von dem Entwickler bekommen. Vielen Dank auf jeden Fall. Einen ganzen Arsch voll Juwelen sozusagen. Das ist schon ganz cool und deswegen werden wir die jetzt auf jeden Fall gleich öffnen. Ich finde das trotzdem noch so ein bisschen komisch. Da steht immer zweimal legendäre. Es ist allerdings ja nur eine Karte in zweifacher Ausführung. Ich weiß nicht, ob sie da vielleicht noch was ändern. Ich habe nach wie vor nicht zum Truhenzyklus oder beziehungsweise zum Kistenzyklus gehört. Naja, das werden wir dann sehen, wie der Kistenzyklus hier aussieht. Hilp und ich haben da schon eine Vermutung, beziehungsweise er hatte eine Vermutung aufgestellt. Ich werde da vielleicht noch in einer anderen Folge mal drauf eingehen. Wir öffnen jetzt auf jeden Fall erstmal die Gratiskisten. Oh, nicht schlecht. Was heißt nicht schlecht? Es war schlecht eigentlich. Der Golem, den könnte ich sehr gut gebrauchen, den bekomme ich irgendwie nie. Aber wenn es eine normale Karte ist, bekomme ich immer nur die Bogenschützen. Naja, wir wollen uns mal nicht beschweren. So, jetzt öffnen wir mal die legendäre Kiste von Burg 7 und gucken mal, was drin ist. Natürlich eine Idee. Was mir auch noch auffällt, vielleicht noch so eine, was sie noch machen könnten, wäre vielleicht noch so eine, zur Sicherheit, möchtest du das wirklich kaufen? Ne? Du klickst aus Versehen drauf, dann sind die Gems ja im Grunde fast schon weg, wir haben das ja gerade gesehen, wenn du die Gems noch hast. Und jetzt gucken wir mal, bitte was Gutes. Nein! Das ist die schlechteste legendäre Kiste, die ich je hatte, glaube ich. Weil ich die Hexe einfach mal gar nicht gebrauchen kann. Ich kann sie wirklich überhaupt nicht gebrauchen. Das ist so der Klassiker. Immer das, was du gar nicht brauchst eigentlich, das hast du dann. Was habe ich denn aktuell für ein Deck? Ich habe aktuell dieses Deck hier, da will ich aber ganz gerne eigentlich noch was austauschen. Moment. Wir haben so viele Truppen, die wo eigentlich der Engel noch passen würde. Deswegen nehmen wir ihn da einfach mal mit rein und gucken mal, ob das funktioniert oder nicht. Und ich trinke es aber... Ich habe noch Kaffee hier stehen. Kurzer Cut, Leute. Bis gleich. Ein Schluck Kaffee, das muss immer sein. Bis gleich. So, gegen Axel.Koget. French Stoner. Ich habe am Anfang eigentlich nur Mist. Das war blöd, dass ich jetzt... Es war dumm, dass ich jetzt einen Extra-Kristall gespielt habe. Jetzt habe ich ihn immerhin nochmal. Boah, der hat mal eben Level 10 Zwerg. Das ist echt schon ganz schön stark. Aha, Golem. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch 6 Stück. Dann können wir... der hat oben auch einen. Mist, der hätte mal besser ein bisschen gewartet. Jetzt muss ich den nämlich leider noch davor setzen. Jetzt wird's langsam schon etwas tricky hier. Kriegen wir das hin? Sobald wir natürlich einige weg haben. Ja. Komm. Der ist weg. Komm, gib mir was Gutes. Gib mir irgendwie den Ork-Krieger. Na, ich krieg den. Oben hat er jetzt die Skelette gesetzt. Also es wird schon... Wir sehen schon, er hat ein etwas günstigeres Deck als ich. Allerdings sind wir noch im Spiel. Wir haben die Anfangsoffensive von ihm, haben wir halbwegs überlebt. Ja, der ist... Ah, da haben wir zwar kaputt gemacht, ist aber noch okay. Na, hätte ich besser da oben hingesetzt. Hätte ich besser da hinten hingesetzt, ist egal. So, was haben wir jetzt? Wir haben noch die Bogenschützenkönigin. Das ist meine Lieblingskarte. Natürlich neben dem Phoenix, der ist auch mega stark. Was nehmen wir jetzt? Nehmen wir ihn? Nein, den nehmen wir nicht. Die Bogey Queen müsste es eigentlich so gerade noch hinkriegen. Ja, sie ist tot. Was hatte ich gesagt? Wir kriegen es gerade noch hin damit. Oh, das ist wieder so ein richtiges... Ich will nicht sagen Assi-Deck. Das ist, weil ja eigentlich jeder das spielen kann, was er möchte. Aber trotzdem ist das nicht so... Naja, nicht so das Deck, wo ich eigentlich sage, das ist jetzt das geilste Deck, was ich kenne. Aber nun gut. Wie gesagt, jeder soll das Deck spielen, was er gerne spielen möchte. Allerdings hat er sich jetzt, glaube ich, ein bisschen verzockt, denn in der... Ja, jetzt können wir nämlich mal eben... Nein! Ich muss mal eben ganz schnell jetzt den Metamorph setzen. Nein, ich habe den Phoenix falsch gesetzt. Nein, ich hätte den Phoenix auf die andere Seite setzen sollen. Aber wir können ihn... Komm, Phoenix, du überlebst das. Lass mir doch einmal mein Ei in Ruhe. Ohne Witz. Lass mir ein einziges Mal mein Ei in Ruhe. Ah, danke. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ah, dass die Leute nicht einmal Respekt vor meinem Ei haben, oder? Ah, Mann. Jetzt haben wir zumindest schon mal einen Sieg eingefahren. Ich würde sagen, wir öffnen die Silberkiste ruhig schon mal und gucken mal, was drin ist. Ich hatte sogar teilweise in den Silberkisten eigentlich mehr gute Karten, als eben in der legendären, denn... Die Hexe... Ich weiß, viele Leute spielen sie gerne und viele Leute kommen damit gut klar, aber ich persönlich bin da nicht so der Freund von. Aber das ist auch das Geile an diesem Spiel.
jeder kann im Grunde was anderes spielen. Ne? Viele Leute spielen ein Rush-Deck, wo ich auch sage, Rush-Deck, das ist nicht so meins. Aber na, wir werden sehen. Ich trinke mir eben noch einen Schluck Kaffee. Wir machen auf jeden Fall noch ein Spielchen. Bis gleich. Sir Sparky, ich sehe zuletzt so viele Sirs oder Lord oder sonstige Sachen. Jeder, ich habe irgendwie das Gefühl, jeder zweite Spieler in diesem Spiel heißt einfach Lord oder Sir oder sonstige Geschichten. Ich werfe jetzt mal keine Karte weg. Ja, den extra Kristall. Es hätte aber auch nichts gebracht, wenn ich jetzt irgendwas anderes weggeschmissen hätte. Weil ich eigentlich schon ganz zufrieden bin mit der Kartenauswahl, die wir gerade haben. Und zwar genau jetzt aus dem Grund, weil ich jetzt den Ork-Krieger da einsetzen hätte eigentlich noch warten müssen. Das war jetzt nicht so schlau. Ja, gut. Wir können mal gucken, was wir jetzt hinkriegen. Pass mal auf. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Pass mal auf. Wir warten jetzt, bis der Ork-Krieger gleich weg ist. Ah, das können wir nicht machen. Mist, das können wir nicht tun. Wir müssen jetzt hoffen. Ah, und wieder ist mein Ei kaputt. Ey, dass die Leute keinen Respekt mehr haben vor dem Eiereigentum anderer Leute. Ohne Witz. Jetzt ist leider der Engel weg gewesen. Mann. Ja, da fehlt der Schutz vielleicht. Ich glaube, der Schutz wäre dann ganz gut, aber... Naja, wir werden mal sehen. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal eben den Magier da wegmachen. Ihn... Oh, er mit seinem Freeze schon wieder. Er schon wieder mit seinem Freeze. Er ist ja... Er hat zweimal Freeze in seinem Deck. So. Der ist schon mal kaputt. Oh, jetzt wird's interessant da unten. Ja, aber es reicht nicht, Kollege. Der ist nämlich jetzt kaputt. Wir können oben nochmal gleich den Schlammelementar setzen. Ja. Hat sich jetzt auch erledigt, die Planung. Er wird, glaube ich, auch gleich wieder den Magier dahinter setzen. Ja, okay. Jetzt brauche ich unten mal irgendwie eine Verteidigung. Sonst sieht's schlecht aus. Für mein Ei. Ne? Für mein Ei natürlich. Aber bisher könnte sich das Ei noch ganz gut durch. Wir haben ja eh schon gewonnen, lol. Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass wir schon gewonnen haben. Unglaublich. Ja, eine Silberkiste, sauber. Ich bin ganz zufrieden mit dem Deck. Ich kann es ja mal eben aufzeigen. Moment, diesmal nehme ich den Schluck diesmal jetzt. Moment, hm? Mhm. So. Leider kein Sieg. Wir spielen jetzt mal gegen Rambo. Deutschland, Germany. Doppelt gemoppelt hält besser. Wir sind aus Deutschland und schreiben nochmal Germany dahinter. Trotzdem viel Glück an dich, Rambo Ramon Reiner. Kennt das noch wer? Rambo Ramon Reiner. Na, wir wünschen mal viel Glück. Gucken mal, was wir jetzt hinbekommen. Ich hoffe mal, es wird nicht wieder so ein teures Deck wie eben. Nur in der Mitte müssen wir gleich schon wieder aufpassen. Aber da setze ich jetzt trotzdem einfach ihn schon mal. Ja, gefährlich. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ja, der ist tot. Jetzt habe ich schon wieder ein Problem eigentlich. Jetzt kommt der Engel, pass auf, jetzt kommt der Engel. Ja, das war klar, dass der Engel kommt. Wir können zum Glück nur ihn setzen. Jo, mal überlegen, was wir jetzt tun, ne? Am besten ihn zerstören, bevor irgendwas passiert. Ich habe die Pfeile noch. Ich habe zum Glück noch die Pfeile. Wir müssen jetzt nur warten, bis der Engel im Radius drin ist. So. In der Mitte wird es jetzt ein bisschen lustig. Ja, auch wieder Wiederbelebung. Oh, ich habe auch kein Glück heute. Ich habe auch kein Glück heute mit der Wiederbelebung. Ohne Witz. Aber ich glaube, das Spiel wird ein bisschen lustiger als das eben. Ich hoffe einfach mal. Wir haben hier zumindest etwas mehr Chancen als eben. Ja, ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin einfach dumm. Es war so unnötig gerade. Es war einfach so unnötig. Ich bin so blöd. Ich hab einfach zu spät gedrückt. Weil ich zu spät gedrückt habe, habe ich nicht mehr hingekriegt, dass der dunkle Ritter da noch was gemacht hat. Aber das ist egal. So. Ja, der Phoenix rasiert jetzt natürlich schon ganz schön. Ja, das Ei ist kaputt. Sehr gut. Sehr schön. Das Ei ist zerstört. Ach Mann, das läuft mal gar nicht heute mit dem Phoenix, oder? Ja, das kann er ruhig so viel den Windstoß benutzen, wie er will. Da war ich dann endlich mal doch mal drauf vorbereitet. Es ist ein gutes Match. Muss man wirklich sagen, es ist trotzdem noch ein gutes Match. Er ist wieder der Drache. Das war gut. Da hat er sich ein bisschen verzockt. Und wir müssen jetzt irgendwie den Drachen kaputt kriegen. Ich weiß doch nicht genau, wie wir das hinbekommen. Oh, komm, bitte, gib mir den Drachen. Gib mir den Drachen, gib mir den Drachen. Nein, den Engel. Nein, es hätte nicht...
Das hätte nicht schlimmer kommen können gerade. Ist der Drache jetzt gleich tot? Nein, natürlich immer noch nicht. Ich habe nichts, was ich setzen kann. Sehr gut. Es neigt sich jetzt gleich auch dem Ende entgegen, vermute ich mal. Das war leider nicht, unser bestes Match, sagen wir es mal so. Ich habe auch nichts mehr, was ich jetzt setzen kann. Ich bräuchte jetzt irgendwie, also ich bräuchte Feuerpfeile oder sonstige Geschichten. Reicht nicht, verzockt. Ja, das war's. Ach Mann, ist das ärgerlich, weil ich so blöd war. Weil ich richtig dumm war. Das hat uns am Ende, hat uns das leider alles gekostet. Unsere eigene Dummheit. Oh, was ein ärgerliches Match. Was ein ärgerliches Match. Oh, weil wir so dumm waren. Na egal. Dann endet es halt mit 2 Niederlagen. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Und dann sage ich bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.